Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Wir spielen Bus Simulator 21, der Nachfolger von Bus Simulator 18, heute erschienen am 7. September 2021. Ja, und ich habe mich lange drauf gefreut und jetzt endlich ist es soweit. Wir sind hier im Hauptmenü vom Bus Simulator 21 und starten jetzt erstmal rein. Ich wollte damals, als der Bus Simulator 18 erschienen ist, auch ein Let's Play davon machen. Da waren wir damals so viel los, dass ich darauf verzichtet habe, aber dann habe ich gesehen, Bus Simulator 21 steht an. Das war Monate schon hier, seit ich den Bus Simulator in meiner Wunschliste habe auf Steam, und heute ist er eben erschienen, der Nachfolger von Bus Simulator 18 mit einer umfangreichen Auswahl an Bussen. Wir haben nämlich 30 lizenzierte Busmodelle, aus denen wir hier auswählen können, von Herstellern wie zum Beispiel Volvo oder Scania oder Mercedes-Benz oder MAN. Und das wird bestimmt ganz lustig werden, denn ich habe ja eigentlich keine Bus-Simulator-Erfahrung so gesehen. Wir haben früher mal den OMSI gespielt, das ist auch schon sehr lange her, aber ich habe den Bus-Simulator 18 ja nie gespielt. Das heißt, das hier wird eine komplett neue Erfahrung für mich werden und ich bin echt schon sehr gespannt. Es gibt übrigens auch einen Multiplayer-Modus, also wenn ihr hier gemeinsam mit Freunden spielen wollt, geht das natürlich auch. Da oben haben wir auch den Mehrspieler-Modus. Dabei bin ich noch alleine, vielleicht kommt irgendwann mal später der Apparat dazu. Das werden wir dann in der Zukunft sehen. Mal gucken. Aber wir fangen jetzt erstmal alleine an und können uns entweder hier aufs Busfahren selbst konzentrieren oder wir machen ein bisschen Busfahren und Management. Und genau das werden wir auch machen, nämlich Busfahren und Management. Wir werden uns die geballte Bus Simulator 21 Power da reinballern, würde ich sagen, in diesem Let's Play. Das sind nämlich die zwei Modi, entweder Mehrspieler oder eben der Einzelspieler-Modus, entweder nur das reine Busfahren, und das Management wird dann quasi vom Computer selbst erledigt oder eben beides, Management und Busfahren, für das wir uns entscheiden werden. Ja, wie gesagt, 30 Busse gibt es hier, 30 Busmodelle, aus denen wir auswählen können. Neu mit dabei im Bus Simulator 21, Doppeldeckerbusse und Elektrobusse, da bin ich auch sehr gespannt. Zusätzlich zu den Solo- und Gelenkbussen, die es ja auch schon im Bus Simulator 18 gab. Und es gibt auch wieder zwei Karten. Eine amerikanische Karte, das ist die Angel Shores Karte, und dann gibt es noch die Europakarte, das ist die altbekannte Karte aus dem Bus Simulator 18 mit einer Erweiterung. Also es gibt quasi die Grundkarte, die erweitert wurde, und das ist die europäische Karte. Und nachdem ja wahrscheinlich der Großteil eurer, von euch hier, euch Zusehern, den Bus Simulator 18 schon gespielt habt, werden wir jetzt mal die US-amerikanische Karte, nämlich Angel Shores, wählen in unserem neuen Spiel, in unserem Singleplayer-Game. Vorerst, wie gesagt, vielleicht später dann auch als Multiplayer. Das gucken wir mal. Wir gucken uns die amerikanische Karte an und haben übrigens auch schon alle 4 DLCs. Es gibt derzeit 4 DLCs, die man kaufen kann. Das ist beispielsweise das MAN Bus Pack mit dem MAN Lion City 12 mit 3 Interiors, also 3 Innenausstattungsmodellen, 3 verschiedenen Farben dann vermutlich. Ich habe mir die DLCs gleich alle mal in den Warenkorb gepackt und alle mal zugelegt. Also der MAN Lion City 12 ist ja 12,2 Meter lang, 37 Plätze hat er und 3 Türen. Dann gibt es noch das Protect Nature Interior Pack mit 4 Interiors, also auch 4 Fahrgastraumbemalungen. Wie sagt man denn da eigentlich am besten? Fahrgastraum Ausstattungen, also weiß schon, Sitzbezug und so weiter und so fort. Es gibt das USA Skin Pack und das Angel Shores Insider Skin Pack. Das sind jeweils 10 Buslackierungen, also insgesamt 20 zusätzliche Buslackierungen, die wir dann auf unsere Busse drauf tun können. Und ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht mal großartig drumherum. Wir werden erstmal starten mit dem Charakter, mit unserem Charakter bearbeiten. Da gibt es insgesamt bis zu 15.000 Gestaltungskombinationen für das Aussehen unseres Buslenkers. Und ich würde mal sagen, wir werden uns da jetzt mal einen Buslenker zusammencraften. Was haben wir denn da? Wir können auswählen zwischen einer Frau, einem Mann, schon älteren oder ganz jungen. Hier mit Maske sogar, guck mal. Warum hat nur sie eine Maske? Ach, jetzt hat sie keine mehr auf. Aber das sind immer wieder andere. Cool. Manche haben eine Maske auf, eine FFP2-Maske, manche aber nicht. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier... Wie nehmen wir uns denn da? Nehmen wir uns hier einen ganz jungen? Ich würde sagen schon. Wir nehmen uns dann einen ganz jungen, einen frisch eingestiegenen Busfahrer. Wir sind gerade aus der Ausbildung draußen und starten jetzt hier rein in unser eigenes Busunternehmen. Ich habe mir die Tastenbelegung natürlich wie immer ausgedruckt. Also das ist schon sehr umfangreich. Auch mit Bus absenken und bla bla bla. Habe ich mal alles mal ausgedruckt, damit ich dann eben nachschauen kann direkt. Und ich würde sagen, wir nehmen gleich mal den Fashion Mann hier.
Ah, ist das jetzt hoffentlich die Privatkleidung, nicht irgendwie die Dienstkleidung, oder? Sieht ein bisschen, und der sieht ja fast aus wie ein Fahrgast. Den Kopf. Was nehmen wir denn da als Kopf? Ich würde sagen, wir nehmen zuerst mal Zubehör. Können wir zuerst mal die Kappe vielleicht runter tun? Ich sehe die hier leider nicht. Körpertyp. Die haben alle eine Kappe auf. Okay, switchen wir da nochmal ein bisschen durch. Also es gibt hier echt eine riesige Auswahl. Den da nehmen wir. Guck mal. Frisch von der Uni, hat Buswissenschaften studiert. Oh, jetzt ist wieder ein anderer. Okay, na auch wurscht. Wir können den ja selbst gestalten. Wir nehmen den da. Kopf auswählen. Ja, die sehen ja fast alle gleich aus. Wir nehmen mal das hier. Dann nehmen wir mal die Hautfarbe. Da können wir auch ein bisschen umändern. Bleiben wir mal dabei, oder? Nehmen wir die hier. Oder nehmen wir die hier oder die hier. Nehmen wir mal die hier. Wir nehmen eine Frisur. Mit lila Haarschnitt. Was nehmen wir denn da für eine Frisur? Ich möchte keine Cappy aufhaben. Wir nehmen die hier. Die Frisur nehmen wir. Können wir die Frisur, die Haarfarbe, genau, ein bisschen ändern vielleicht nochmal. Das ist der stylische Busfahrer von der Uni. Die hier nehmen wir. Guck mal, in rosa. Oder generell gleich in grün. Ist auch gut. Je nach Buslackierung werden wir unsere Haarfarbe anpassen. Wir werden jedes Mal zum Friseur gehen, wenn wir einen neuen Bus lackieren, wenn wir einen neuen Bus fahren, werden wir jedes Mal zum Friseur gehen und uns erstmal die Haare anders färben lassen. Genau so werden wir das machen. Schauen wir mal, was haben wir denn da Schönes? Ich würde sagen, wir nehmen sowas ganz Neutrales mal, oder? So ein ganz neutrales Braun. Das sieht hier ein bisschen orangener, ein bisschen rötlich aus, als es dann im Endeffekt wirklich ist. Ich würde mal sagen, wir nehmen das hier. Das ist mir auf der Vorwahl-Taste sieht mir das fast schon ein bisschen zu rötlich aus, aber eigentlich passt ihm ganz gut, dieses Braun. Wir nehmen mal das. Gesichtsbehaarung mit einer Maske, könnte man auch, oder mit einem Bart. Entweder Maske oder Bart, FFP2-Maske oder normale Maske. Ich würde sagen, Maske, ja, weiß ich nicht, als Busfahrer muss man eigentlich eine Maske tragen? Ich glaube ja fast nicht, oder? Da ist eh der vordere Eingang gesperrt. Ich glaube, da können wir uns die Maske ja fast sogar sparen. Deswegen sparen wir uns die Maske mal hier auch. Aber finde ich cool, dass wir Masken zur Auswahl haben. Wer hätte sich das gedacht? Im Bussimulator 18, dass es mal Masken zur Auswahl gibt im Bussimulator 21. Wer hätte sich das mal gedacht? Drei haben wir hier zur Auswahl. Finde ich auch ganz nett eigentlich, muss ich zugeben. Kann man auch ruhig hin und wieder vielleicht mal den Charakter ein bisschen ändern. Wie gesagt, Haarfarbe anpassen, je nach Buslackierung. Und dann haben wir uns auch eine Maske drauf. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ohne ins Spiel. Und dann noch das Oberteil wählen. Gehen wir hier ganz festlich angezogen oder ein bisschen legerer. Ich würde sagen, wir können ja fast auch ein bisschen legerer hier aufkreuzen. Vielleicht nicht unbedingt in Sportkleidung hier, aber das ist eigentlich schon ganz gut, oder? Mit so einem kleinen Unterhemd, zugeknöpftes, gefällt mir irgendwie nicht so. Wir nehmen mal den hier. Dann von den Hosen. Ich glaube, das ist echt die Uniform, so wie es aussieht. Oder vielleicht einfach nur unser Freizeitlook. Das könnte auch sein, dieses gepunktete Hemd. Aber das Uniform war es auch ganz cool, muss ich zugeben. Würde man jetzt zwar nicht auf den ersten Blick sehen, dass das der Busfahrer ist, aber ich finde das cool. Ich mag coole Uniformen. Bin ich ein großer Freund von. Und ich würde sagen, als Hose, das sieht mir ein bisschen zu, weiß ich nicht, so angelmäßig aus. Wir nehmen mal die hier. Die ist ein bisschen gewölbt da unten, das gefällt mir ein bisschen mehr. Von den Schuhen her können wir entweder nehmen, wo unten offen ist, oder wir nehmen ein bisschen, fast schon Casino-mäßige Schuhe. Wir nehmen aber die, wo unten ein bisschen offen ist, die hier ganz normalen. Zubehör, eine Brille könnten wir uns auch noch drauf tun, wie die steinische Busfahrerbrille oder voll der Checker-Busfahrer mit einer Uhr auch. Nee, Uhr bin ich eigentlich nicht so der Freund. Ich sage immer, wenn du dein Handy hast, dazu brauchst du eine Uhr. weiß ich nicht. Also ich habe ja normalerweise immer eine Brille auf beim Fahren. Die passt da eigentlich am besten. Also so eine Art Brille habe ich. Nehmen wir die mal. Hauptmaterial. Ah, jetzt können wir ändern. Guck mal. Jetzt können wir ändern. Jetzt können wir das statt dem gepunkteten Hemd, können wir jetzt auch was anderes nehmen. Gucken wir mal. Was haben wir denn da heute Schönes im Angebot? Da unten bin ich, glaube ich, in der falschen Kategorie. Das hier ist auch nicht unbedingt meins. Army-Look könnten wir auch nehmen. Oder wir gehen hier... Jetzt habe ich mich schon voll auf das Gepunktete gewöhnt. Das hier sieht ganz okay aus. Das gefällt mir auch gut. Also ich denke mal, das Unterhemd wird weiterhin schwarz bleiben. Das passt eigentlich ganz gut dazu.
Hier so eine einfache Farbe. Ich würde fast sogar sagen, wir nehmen das hier. Hat zwar ein bisschen einen Farmer-Look, aber ganz ehrlich, das gefällt mir eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gucken wir mal, ob wir noch was Besseres finden. Könnt natürlich wieder hier so eine einfache Standardfarbe nehmen. Aber ich finde das eigentlich ganz gut hier. Mit so ein bisschen rötlich, ein bisschen blau, schwarz und ein bisschen weiß drin. Gefällt mir ganz gut. Zweitmaterial. Okay, die Schuhe. Die Schuhe sollten halbwegs nach zum oben hin passen, oder? Ja, das wäre okay. Das lasse ich mir auch noch reinreden. Das ist schon wieder ein bisschen too much. Wir nehmen mal die Schuhe hier. Und das Hose können wir wieder was anderes nehmen. Die Hose sollte ein bisschen zu den Schuhen passen, aber ich gehe immer davon aus, Oberteil und Schuhe sollten halbwegs zusammengehören. Was nehmen wir denn da? 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 Da würde ich zum Beispiel keine so mehrfarbige Hose nehmen. Da bin ich eher für was Einfärbiges. Wir könnten uns jetzt komplett in Rot kleiden. Das ist aber ein bisschen zu viel Rot, finde ich. Für alle die, denen es vielleicht schon zu lang dauert. Es geht gleich los. Keine Sorge. Oder eine ganz normale Jeans. Ich bin ja eher so der graue Hosentyp. Nehmen wir mal die hier. Das ist ein fescher Busfahrer, oder? Kannst du nichts sagen. Änderung übernehmen. Zack. Und da haben wir ihn jetzt. Ah, gefällt mir gut. Ein sehr vertrauenswürdiger Busfahrer, muss ich zugeben. Gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Huch, verwerfen, anwenden, anwenden. Alles passt so. Und dann gucken wir uns das Unternehmen mal an. Wähle da aktives Unternehmen. Wir haben ja gar keins. Auswählen. Vielleicht können wir da verschiedene wählen, wenn wir da mal verschiedene Unternehmen haben in verschiedenen Städten oder verschiedene Safe-Games möglicherweise. Mal gucken. Wir gehen nur noch mal ganz kurz in die Einstellungen. Da habe ich nämlich ein bisschen was umgeändert. Beispielsweise hier bei der allgemeinen Einstellung. Das ist normalerweise alles auch vereinfacht. Also hier beispielsweise bei der Rampe. Die Rampentaste muss nur einmal kurz gedrückt werden, um die Rampe aus- oder einzufahren. Habe ich geändert und zwar auf realistisch. Ich habe alles das, was man auf realistisch stellen kann, auch auf realistisch gestellt. Beispielsweise die Beschleunigung, die Bremsstärke, die Lenkung. Dann gibt es da unten bei der Benutzeroberfläche nichts, aber bei den Ereignissen auch nichts. Da habe ich alles mal auf Mittel gelassen. Es wird noch hoch und niedrig geben, aber ich glaube, Mittel ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das können wir ja dann auch anpassen, wenn jeder zweite die Tür blockiert, dann werden wir vielleicht runtergehen auf niedrig. Vielleicht können wir Fahrgast schläft ein auf hoch machen, je nachdem. Das können wir ja dann noch im Laufe des Let's Plays einstellen. Hier habe ich mir mal gedacht, wir machen die Schlaglochstrafe an. Die war nämlich deaktiviert. Schnellreise mit Bussen ist auch weiterhin auf aktiviert. Und sonst, ich glaube, sonst haben wir eh nichts mehr. Alles, was auf realistisch ist, ist auf realistisch. Alles, was wir tun können, können wir tun. Und es gibt übrigens, weil ich es hier gerade sehe, Tobi und Track IR. Es gibt übrigens auch eine Lenkrad-Unterstützung. Lenkrad und Gamepad und diese Tobi und Track IR-Möglichkeit. Also, falls du ein Lenkrad zu Hause hast, kannst du es auch hier anschließen und mit dem Lenkrad fahren. Wir machen das Ganze ganz altmodisch mit Maus und Tastatur, also mit WASD. Das wird hoffentlich auch funktionieren, denke ich mal. Also ich glaube, das soll schon drin sein. Und es wird auch Mods geben. Mods, aber soweit ich weiß, nicht mehr aus dem Steam Workshop, sondern von der Seite mod.io. Da werde ich auch hin und wieder mal auf jeden Fall reinschauen und da können wir uns dann vielleicht ein paar neue Busmodelle oder sonst irgendetwas Moddiges dann in unser Spiel reinladen. Aber jetzt auf jeden Fall nicht. Gerade als das Spiel rausgekommen. Also ich denke mal nicht, dass es jetzt schon Mods geben wird. Ich werde jetzt mal eine kleine Aufnahmesession machen, also ein paar Folgen am Stück aufnehmen und vielleicht dann bei der nächsten Aufnahmesession gucken wir mal, was es da für Mods geben wird. Okay, dann würde ich sagen, wir reden jetzt nicht mehr groß drum rum. Wir starten jetzt mal neues Spiel und gucken mal. Angel Shores oder Seaside Valley wird nach dem Spielen der Einführung von Angel Shores freigeschaltet. Seaside Valley, der europäische Teil. Und wir haben ja gesagt, wir holen uns sowieso jetzt erstmal die amerikanische Karte, nämlich Angel Shores. In Angel Shores kannst du den amerikanischen Traum leben. Baue dir dein Imperium auf, vom Besitzer eines einzelnen Busses bis zum beliebtesten Verkehrsunternehmen. Die Geschäftsleute aus Pecunia, die Industriellen aus Oris Harbor oder Timber Ridge und die Familien, die in den Arnold Park wollen, sie alle müssen von A nach B kommen. Bemühe dich immer, ein guter Busfahrer zu sein und beachte diese Regeln. Die meisten Ampeln stehen auf der gegenüberliegenden Seite einer Kreuzung. Wenn du dich an einer roten Ampel näherst, ist das Rechtsabbiegen immer erlaubt. Wichtig, das ist nämlich bei uns nicht so. Fußgänger haben immer Vorrang, halte die Augen nach ihnen offen. Ampeln stehen auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist bei uns auch nicht so, dass die Ampel meistens dort, wo du hältst. Und rote Ampel nähern, rechts abbiegen ist immer erlaubt. Das müssen wir uns, glaube ich, wirklich merken. Was haben wir hier noch? Achso, Charakteranpassung. Ja, passt eh. Anwenden. Okay, Angel Shores.
deine Erfahrung wählen. Tagesreisen, das Spielen zum Entspannen, vereinfachtes Fahren, alle praktischen Funktionen sind aktiviert, Purist auf Rädern, das authentische Spielerlebnis, realistisches Fahren mit einigen praktischen Funktionen, ein Beauftragter, erweitere dein Streckennetz, vereinfachtes Fahren auf realistische Funktionen beschränkt oder komplett Hardcore. Da kocht's ihm schon aus den Ohren raus. Die Fahrgastbeförderung ist eine Arbeit der Liebe. Herausforderung, alle Steuerungen sind manuell. Also vielleicht auch die Gangschaltung. Weiß ich gar nicht, ich hätte schon liebend gerne einen Automatikbus. Sollen wir vielleicht mal den Beauftragten nehmen? Vereinfachtes Fahren, alle Steuerungen sind manuell. Also ich denke mal, für mein Wissensstand, für mein Niveau, wäre entweder der Tagesreisende oder der Purist auf Rädern die richtige Wahl. Wir nehmen ja normalerweise immer den härtesten Schwierigkeitsgrad, der möglich ist. Aber ich hätte schon liebend gerne einen Automatikbus. Ich weiß nicht, ob der mir hier bei alle Steuerungen sind manuell möglicherweise die Automatikschaltung raushaut und man hier mit den Gang, die Gänge selber schalten muss. Ich weiß, wie man die Gänge schaltet. Ich habe es mir nämlich schon ausgedruckt. Und zwar mit den Tasten R und F. Mit R und F können wir rauf und runter schalten. Aber ich würde fast sagen, wir gehen mal eins hinunter auf den Beauftragten. Vereinfachtes Fahren auf realistische Funktion beschränkt. Wir haben alles auf realistisch gestellt und fahren mit einem Automatikbus. Ich glaube, der Großteil der Busse sind Automatik. Hardcore ist natürlich auch geil, aber wir nehmen mal Beauftragter einfach nur deswegen, weil ich hoffe, wir können doch den Hardcore nehmen und dann neu starten, aber das möchte ich nicht nehmen. Wir nehmen mal den Beauftragten, weil ich hoffe, dass wir dann mit dem Automatikbus fahren können. Und hier beim Hardcore habe ich ein bisschen Bammel, dass das nicht so ist. Wir nehmen mal den Beauftragten. Name des Unternehmens. Okay, Sandbox-Modus ist deaktiviert. Okay, entweder Sandbox-Modus oder Tutorial. Wir aktivieren natürlich erstmal das Tutorial, eh klar. Name des Unternehmens ist... wie nennen wir das Unternehmen? Muckimucks-Bus-Wahnsinn. Muckimucks-Bus-Wahnsinn. Das klingt ja einladend. Das nehmen wir. Ja, yeah, Muckimucks-Bus-Wahnsinn. Start with Tutorial. Du kannst deine Einstellungen während des Spiels weiter konfigurieren. Diese Unternehmenseinstellungen annehmen. Ja, nehmen wir an. Ja, nehmen wir an. Alles okay. Alles okay. Unsere erste Karte. Gold Island. Oh, ich bin nervös, Freunde. Ich bin echt nervös. Und gespannt. Nervös und gespannt. Wie ein Gummiringerl. Angel Shores. Welcome back, everybody. What a fantastic morning. Now, don't touch that radio. I have some great news to announce. Today, a new company will take over public transport. Soon, we will see buses roaming our city day and night. This will make it easier to take in all the beauty Angel Shores has to offer. Are you looking for the best food in town? Check out the fantastic restaurants in Oakwood. In the evening, you can head over to West Oakwood and enjoy some sprawling nightlife. That's what I call an Oakwood double combi night. Food and party. Want to spend a nice day out in nature? Just head over to Gold Island for a hike or have a relaxed day at Silver Park. It's the perfect spot to grab a good book and enjoy the silence. For a family day trip, head over to Arnold Park. There are rumors about sea lions living in the waterfront. I've got to see that for myself. Also, if you're into seafood, you won't be disappointed. Talking about the sea, not a single cloud to be had in the coming weeks. So don't forget to check out the amazing beach of Sea View. Or if you'd rather spend the hot days on a shopping trip, head over to Pecunia and experience the impressive skyscrapers of the downtown area. These and many more wonderful places wait to be discovered. And thanks to the new transportation company, it'll be easier than ever to visit them. I'm definitely excited to take the bus home today, but enough talk for now. Let's get to it. Na, da bin ich ja schon mal gespannt. Hey, hier drüben. Da sagt er jetzt noch, er freut sich drauf, den Bus zu nehmen. Die Frage ist, was sagt er denn dann, wenn ich hier mal Hand angelegt habe an das Ganze? Heieieiei, bewege deinen Charakter durch die Gegend mit WASD. Sehr schön. Hallo. Hallo, ich bin Mira. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin hier, um dir beim Aufbau deines Busunternehmens zu helfen. Ich freue mich sehr darauf, das Projekt in Angriff zu nehmen. Also gut, eins nach dem anderen. Als Busunternehmer brauchen wir einen Bus.
Und das Tolle daran ist, du darfst ihn aussuchen. Sieh dir die drei Busse an. Der hat ein bisschen die Stimme wie die strenge Lehrerin, das Aussehen wie die strenge Lehrerin, die sehr hart benotet, aber die Stimme wie eine ganz, ganz liebe Persönlichkeit. Eine leichte Entscheidung, was? Lass dir Zeit. Ah, ich mag die. Mit der werden wir sicher gut zusammenarbeiten können. Wähle einen Bus, den du fahren willst. Ich möchte gerne mit allen fahren. Mercedes-Benz haben wir hier, den Mercedes-Benz Citaro. Ich kenne noch ein paar von den Busmodellen. Citaro K ist das, vom OMSI. Da haben wir ja auch ziemlich viele neu moderne Busse gefahren. Und das ist hier der Mercedes-Benz Citaro. Wir gucken uns erstmal an. Das ist der Man vor allem. Das ist der Man Lion City M. MAN. MA47. Und wir haben da hinten den Setra. Warte mal, bis er vorne anfängt. Setra S416 LE Business. Ach, steht ja eh hier. Müssen wir ja gar nicht warten. Steht ja eh Busmodell. Okay, also alles bekannte Marken auf jeden Fall. Mercedes-Benz, wir haben den MAN und wir haben den Setra. Hier haben wir 26 Sitzplätze. Das ist aber ziemlich wenig. Also das ist eher so ein kleiner Hopperbus. Da hinten haben wir, glaube ich, die meisten Sitzplätze. Wir stellen uns mal hier hin. Oh, aber dafür hat der 60 Stehplätze. Also insgesamt mit Sitzplätzen und Stehplätzen kombiniert hat der Mercedes-Benz, der Citaro, 86 Plätze, Fahrgastplätze. Der MAN Lion City ist dagegen sehr, 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 sehr großflächig zugebaut, denn der hat nur 29 Sitzplätze und 15 Stehplätze, was insgesamt nur 44 Plätze macht, obwohl der fast sogar einen Tacken länger ist als der Mercedes-Benz da vorne. Und der hier hat einfach die meisten Plätze, nämlich 51 Sitzplätze und 52 Stehplätze. Das sind insgesamt 103. Ist 13 Meter lang. Der ist sogar einen Tacken kürzer. Guck mal, 10,5 ist der lang und den ist 10,63. Na gut, um 13 Zentimeter kommt es mir auch nicht an. Die Größe ist nicht immer entscheidend. Breite ist halbwegs gleich bei allen dreien. Und die Höhe, der ist am niedrigsten. Und der Setra ist am höchsten. Gewicht. Ist eigentlich wurscht, das können wir ausblenden. Wendekreis, okay. Der Setra hat einen höheren Wendekreis. Liegt natürlich daran, dass der ein bisschen länger ist. Eh klar. Kraftstoff, Kraftstoff, Kraftstoff. Also Elektrobusse haben wir bisher noch keine. Motorleistung 220. Die haben alle 220, außer der mittlere, der 213. Aber das ist auch nur 7 drunter. Motordrehmoment 1200. Achsen 222. Also ich weiß ja nicht. Ich würde ja tendieren zu dem Mercedes-Benz Citaro. Jetzt nicht irgendwie wegen der Marke oder sonst irgendwas. Wegen der Marke würde ich MAN nehmen. Und wegen der Größe würde ich Setra nehmen. Läuft ja super. Ich weiß nicht, der Setra ist, glaube ich, ein guter Bus. Da ist viel, viel Platz drin. Guck mal, da siehst du ja, die sind da richtig wie Sardinen eingequetscht, die Fahrgäste da drin. Guck mal einer an, da sitzt Reihe after Reihe after Reihe. Hier ist wirklich sehr geräumig. Da haben wir ganz viel Platz. Hier ist ein Platz für einen Kinderwagen. Also hier im MAN ist wirklich sehr viel Platz drin. Hier ist auch viel Platz, aber dafür halt viele Stehplätze. Der hat 60 Stehplätze, also da passen schon viele Leute rein, das wird schon sehr voll werden. Beim MAN sind mir ein bisschen zu wenig Plätze. 29 Plätze und 15 Stehplätze, das ist mir ein bisschen zu wenig. Wir wollen ja schlussendlich auch Geld verdienen und sind dafür selbst verantwortlich. Das heißt, wir sollten schon gucken, dass wir da auch ein paar Fahrgäste befördern können. Der hier ist mir für den Anfang ein bisschen zu groß. Das wäre dann das Modell Nummer 2, das ich mir zulegen würde, wenn ich mich schon ein bisschen auskenne. Da wäre der Setra, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Da wäre die Größe auch ganz geil mit 103 Leuten, die wir transportieren können. Aber ich würde jetzt für den Anfang wirklich mal den Mercedes-Benz nehmen. Der hat 86 Leute. Der ist ein bisschen handlicher, ein bisschen kleiner. Ich glaube, mit dem kommen wir ganz gut klar. Vor der Tür öffnen. Oh, tolle Wahl. Den nehmen wir. Das ist unser Bus. So, was sagst du dazu? Haut die Hände vors Gesicht. Wahrscheinlich eine gute Wahl. Und jetzt kommt der beste Part. Setz dich ans Steuer. Ach, geht schon los, so schnell. Heuiui, Mercedes-Benz, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Schöne Lackierung, also schöne Sitzbezüge übrigens, gefällt mir auch sehr gut. Lackierung standardgrau gehalten, das können wir vielleicht später auch nochmal ändern. Hier leise sein, nicht mit dem Fahrer sprechen während der Fahrt, Bus übernehmen. Okay, Rauchen ist auch verboten. 8:06 haben wir, man kann sogar kontaktlos zahlen, geil. Was haben wir hier? Missbrauch strafbar. Misuse will be punished. Tut abus sera puni, ogni abuso vera punito. Okay. Klingt wie ein Zauberspruch, wird schon passen. 24-Hour Shopping, na das hätte ich auch gern. Jason's Flower Shop, sehr schön. Get yourself a cold drink, ein Orangensaft, also Limo. Na sehr schön.
Können wir stolz sein, glaube ich. No Directions. Ob es mir auch so gehen wird. Ich glaube, da können wir stolz sein. Bus übernehmen. Hoch, da kommt sie schon. Oh, Scheiße, die prüft uns. Das Gefühl eines fabrikneuen Busses. Das ist mal was, oder? Meine Liebe, aktiviere den Cockpit-Zoom. Das ist der Cockpit-Zoom. Ach du Scheiße. Ich habe übrigens... Sitzt du bequem? Dann starte den Motor. Ja, ich sitze sehr bequem in meinem Busfahrersessel hier. Ich habe übrigens eingestellt, dass wir den Bus selbst starten müssen. Die einzigen Busse, die wir übernehmen können, sind die am Depot oder die, die wir frisch kaufen, wahrscheinlich dann im Laufe des Spiels. Aber wenn wir einen Bus übernehmen, quasi von einem NPC, von einem Busfahrerkollegen, dann müssen wir den selbst starten. Das habe ich mir genommen, weil ich mir gedacht habe, das ist bestimmt ganz lustig. Das haben wir im Tramsim beispielsweise auch gemacht, weil die Straßenbahn auch immer selbst gestartet. Das ist, glaube ich, ganz cool. Drehe die Zündung, bis sie den Status Motorstarter erreicht. Wir haben hier drüben die Hauptbeleuchtung. Das ist selbsterklärend. Cockpitbeleuchtung, Fahrgastbeleuchtung, sehr schön, Kassenbeleuchtung. Steht auch alles auf meinem Zettel drauf. Hauptbeleuchtung habe ich da auch aufgeschrieben mit L. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Sehr gut. Wir haben das Fernlicht mit K. Scheinwerfer steht da, ist auch okay. Wir haben die Hupe, wir haben den Scheibenwischer, Motorbremse, Zündung, Geschwindigkeitsregler, Fahrerfenster, Warnblinker, Tür, Handbremse, Rampe. Okay, das ist alles halbwegs erklärend. Geschwindigkeitsregler haben wir da oben mit Z. Fahrerfenster ist da, das Fernlicht können wir aktivieren. Die Hupe ist natürlich in der Mitte. Scheibenwischer ist da. Blinker sind mit Q und E, habe ich mir gemerkt. Warnblinker haben wir ja das fette Dreieck. Okay, okay. Türe, Handbremse, Rampe ist alles okay. Wir drücken mal I. Achso, bis sie... Drehe die Zündung, upsi. Klingt das nicht wunderbar? Ich liebe dieses Geräusch. Vergiss nicht, die Lichter anzumachen. Okay, drücke L. Und interagiere mit dem Lichtschalter. Das können wir auch mal machen. Sehr schön. Schalte die Innenraumbeleuchtung ein. Mit 8, 9 oder 0. Also wir brauchen eigentlich gar nicht diese Tasten. Wir können hier auch selbst das Menü steuern. Das finde ich auch geil. Schließe die Vordertür oder interagiere mit dem Cockpit-Knopf. Da ist die Tür. Okay, da ist das Lenkrad dazwischen. Ich kann mich erinnern, der Omsi haben wir das immer wegnehmen können, wenn wir da unten irgendwo geklickt haben. Ich würde sagen, das machen wir mit dem Numpad. Oh, und du musst natürlich die Feststellbremse lösen. So, Feststellbremse mit P. Habe ich das auch aufgeschrieben? Lass nochmal gucken. Tatsächlich. Wechseln die Verfolgerperspektive. Du kannst auch Mausrad verwenden, um zwischen den Ansichten zu wechseln. Aha, das ist die Verfolgerperspektive. Also quasi die Third Person, die draußen Ansicht. Und wenn wir weiter reinzoomen, kommen wir irgendwann durch unseren Bus wieder in die First Person. Das finde ich aber geil. Fahre so lange um das Gebäude, bis du dich sicher fühlst. Also, dass die sich sicher fühlt in meinem Bus, wundert mich schon ein bisschen. Finde ich aber cool, man kann hier rauszoomen und ohne irgendwie an eine andere Ansicht einschlagen zu müssen, auch direkt wieder auf den Fahrersitz reinzoomen. Das freut mich, Hupe betätigen. Die funktioniert. Mache Testfahrten auf dem Hof des Händlers, bevor du ein Fahrzeug kaufst. Kaufe das Fahrzeug durch Verlassen des Hofs. Sie hätten wahrscheinlich alle probieren können, aber ganz ehrlich, ich habe mich für die entschieden. Wir bleiben bei dir. Oh, Healthy Burgers. Triple-Decker. Alter, so weit kannst du den Mund ja gar nicht aufreißen. Wie viele Scheiben sind das denn? Das sind dreimal Fleisch, zweimal Salat, dreimal Tomate, dreimal Zwiebeln, dreimal Käse. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein großer Mund? Das ist ja so hoch wie ein ganzes Gesicht. 4,95 mit Pommes dazu. Na, da bist du auf jeden Fall mal satt für eine Stunde. Okay, wir fahren mal. Schalten müssen wir nicht. Wir fahren mal und ich habe ein bisschen Angst. Wir fahren mal ums Gebäude rum. Bis wir uns sicher fühlen. Und da wird man dann rauskommen wahrscheinlich. Ja, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Oh, warte mal. Ein Slalom. Okay, ich glaube, man muss sich noch ein bisschen was in den Einstellungen umändern. Weißt du was? Ich glaube, das mache ich offscreen. Ich fahre hier nochmal retour.
und stelle meinen Bus jetzt einfach mal hier ab. Also unseren Bus natürlich. Es ist unser Bus, nicht nur meiner, es ist auch deiner. Ich stelle den mal hier ab und ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Folgenpause. Das war es auf jeden Fall mal mit Folge 1 von unserem Let's Play von Bus Simulator 21. Und ich werde mal offscreen da noch ein bisschen durch das Slalom da durchfahren und ein bisschen mit den Einstellungen rumexperimentieren wegen dem Lenken. Mit dem Lenkrad ist das natürlich wieder eine eigene Sache. Wie gesagt, wir spielen ja mit Maus und Tastatur, also mit WASD. Und da werde ich noch ein bisschen rumexperimentieren, ob das vielleicht noch ein bisschen flüssiger funktioniert, damit ich hier einstelle, wie sich das Lenkrad am besten, also das Lenkrad hier in dem, je nachdem nach Tastendruck, verhalten soll. Ich glaube, das mache ich nochmal offscreen und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde und dann geht's raus in die große, große, große weite Welt nach Angel Shores in unserer US-Karte. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe du auch und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Runde von Let's Play Bus Simulator 21. Bis dahin, tschüss!